Hey liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Nemesis bzw. Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Wir haben im letzten Part, ich würde jetzt mal behaupten, das ganze Kapitel National Gallery abgeschlossen, denn wir haben jetzt endlich diese Kiste geöffnet und hier drin gibt's Kram, den wir uns anschauen. Also, let's go! Kleine Warnung noch, ich habe hier neben mir so ein Glas stehen, ich werde in dem Part öfter mal was trinken, weil ich bin nur heute ein bisschen im Zeitverzug, wollte aber gerade noch ein, zwei Parts aufnehmen und muss nebenher noch mein Koffein für heute reinkriegen und es ist recht warm, deswegen muss ich sowieso ein bisschen was nebenher trinken. Let's go! Oh, da haben wir Napoleon, das kann ich mir... Das ist das Gemälde meines Großonkels. Da ist ein Stück Papier. Okay. Werter Mr. Holmes, Sie dürften nun Teile meiner gestrigen Verkleidung vor sich haben. Sicher wäre es Ihnen lieber, ich steckte noch darin. Nur zu, spüren Sie mich so verkleidet im Museum auf und entfernen Sie meine Tarnung. Doch Vorsicht, gehen Sie behutsam vor. Ich bin empfindlich und Sie könnten den nächsten Hinweis zerstören. Was? Okay. Eine halbleere Flasche Champagner. Um sich die Zeit zu vertreiben, ohne Zweifel. Ja, wenn er da drin gelegen hat. Eine Perücke und ein Kissen. Ohne Zweifel für den Bauch. Da sind auch Velmonts Mütze und seine Kleider. So muss es sich zugetragen haben. Lupin betrat das Museum als Velmont verkleidet. Nach unserem Treffen tat er so, als würde er gehen. In Wirklichkeit versteckte er sich jedoch in der Truhe, die Palinor während der Inventur geleert hatte. Mit einem Haken hat er den Deckel von innen geschlossen. Dann wartete er einfach auf den richtigen Zeitpunkt. Als er endlich allein war, hat er seinem Komplizen geholfen, durch das Oberlicht einzudringen, ohne von der Polizei gesehen zu werden. Mhm. Eine Perücke Ach so. Und ein Kissen. Ohne Zweifel. Das so muss hatten es sich wir jetzt schon, ja. Gut, das war alles hier drin. Wunderbar. Dann können wir wieder rausgehen. So, dann haben wir es doch noch nicht ganz abgeschlossen, weil was. Er verkleidet, ich soll ihn finden, ist aber empfindlich. Moment. Sicher wäre es Ihnen lieber, ich steckte noch darin. Nur zu, spüren Sie mich so verkleidet im Museum auf und entfernen Sie meine Tarnung. Doch Vorsicht, gehen Sie behutsam vor, ich bin empfindlich und Sie könnten den nächsten Hinweis zerstören. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf irgendeines dieser Gemälde vielleicht was draufgeklebt hat, was entweder aussieht wie Velmont... Oder irgendeiner Figur einfach diese Kleidung aufgeklebt als Bild. Schauen wir uns das doch mal an. Und das ist, ja, muss ich dann wahrscheinlich so vorsichtig hinunterreißen. Also ich brauche mindestens was mit einem Hut und einer blauen Klamotte. So, bei den Sachen hier brauche ich glaube gar nicht gucken, bei den abstrakten. Würde ich jetzt mal behaupten. Und halt behutsam, weil wir würden ja das Gemälde darunter kaputt machen, wenn wir da einfach... Guck mal, das sieht doch gut aus hier. Selbstbildnis von Horace Velmont. Ein bisschen narzisstisch, oder? So. Das Gemälde hat eine Basis aus Ölfarbe, ist aber mit einer dünnen Schicht von Wasserfarbe überzogen. Mhm. Ich sollte den Direktor fragen, wie ich sie entfernen kann. Ja, man sieht das hier in der Mitte. Okay, da haben wir zumindest das richtige Bild schon mal gefunden. Dann fragen wir mal den Direktor. Wahrscheinlich ist dann da was in diesem Nebenraum an Putzkram und dafür brauche ich dann die Lampe. Hi. Was wollen Sie von mir, Mr. Holmes? Ich will Sie nicht stören, meine Herren, aber so. Können Sie mir sagen, wie man eine dünne Schicht Wasserfarbe von einem Ölgemälde entfernt? Oh, kein Grund zur Sorge, es betrifft keines Ihrer Gemälde. Das ist einfach. Mit etwas Wasser weichen Sie die Farbe auf und verwenden einen harten Borstenpinsel, um die Schicht abzukratzen. Ein saugfähiger Schwamm nimmt dann alles auf. Danke. Vielen Dank, meine Herren. Gut. Ja. Oh, ups. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Leider nein. Okay, kein Problem. Das Restaurationswerkzeug war ja zumindest in dem Raum, der auch gut beleuchtet war. Hier hinten. Hier drüben lag der Pinsel.
und der Schwamm. Und, ach ja, Wasser. Da war ja was. Okay. Dann gehen wir wieder zu dem Gemälde. Jetzt bin ich einen Umweg gelaufen. Das war nicht so klug von mir. Warte mal, kann man hier eigentlich auch mit Doppelklick... Ach, wunderbar. So. Sie und ich, Lupin. Okay, zuerst ein bisschen Wasser. Ich brauche etwas. Ich brauche etwas. Moment. Ah. Okay. Ich muss die ganze Wasserschicht jetzt hier bemalen, oder was? Oh je. Na, dann machen wir das mal. Muss ich die jetzt lückenlos ausmalen? Das kann einen Augenblick dauern. Aber kein Problem. Witziges Rätsel eigentlich. So, nur wenn man jetzt hier irgendwo so eine kleine Lücke übersieht, sackt das natürlich erstmal hart. So, aber wir gehen ganz einfach entspannt von oben nach unten durch. Wenn man das so macht, geht es sogar viel einfacher. So. Fast geschafft. Oh Gott, meine Maus bewegt sich gerade Richtung Ende des Schreibtischs und wird jeden Augenblick hinunterfallen. Oh Gott, jetzt wird es aber echt knapp. So, gerade noch so. Und jetzt sind der Schwamm ist auf. Aha. Ein Hut. Aha. Okay, der Schwamm braucht ein bisschen länger. Das ist sehr witzig. Moment, muss ich das jetzt alles auch so? Der Schwamm braucht wesentlich länger für alles als der Pinsel vorher. Oder mache ich das zu schnell oder sowas? Kann sein, dass ich es zu schnell mache. Ja, wenn ich das so langsam mache, dann nimmt er alles auf. Na gut. Aber auch nicht alles. Ich glaube, ich muss trotzdem mehrfach rübergehen. Jesus, das ist ja eine Heidenarbeit. Ja, dann mache ich es doch wieder so. Vielleicht trotzdem ein kleines bisschen langsam. Und er scheint mit der linken Kante zu dingsen, nicht mit der ganzen Fläche. So. Oh, muss ich das alles wirklich komplett freikratzen? Ich meine, ich sehe ja jetzt schon, was Sache ist hier. Wir haben hier keinen Vermont, sondern einen Lupin. Dauert jetzt gerade wirklich sehr lange. Hier ist was. Na gut, ich mache mal noch ein kleines bisschen weiter. Na, dass wir das Gröbste weg haben, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt alles freirubbeln muss hier. Zusätzlich zu einem Gedicht steht ein hellrotes C auf der Visitenkarte. Dieser Buchstabe muss der Anfang eines Wortes oder eines Satzes sein. Jetzt müssen wir die anderen finden. Die Zukunft ist neblig und nichts zu sehen, doch um diesen Weg ein Stück weiter zu gehen, musst folgen du meinen Geboten ein Stück und suchen nach einem durchbohrenden Blick. Einen durchbohrenden Blick haben wir hier. Hier muss etwas sein. Passen Sie auf. Alles klar. Ich kann meine Items diesmal nicht benutzen, aber da hängt ein Stück dieses Rahmens fällt bald ab. Oh, die meisten der Wände haben 4. Ein ganz kleiner Augenblick. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Die meisten der Wände haben 4, doch zählst du bis 8 in dem Zimmer hier. Im Westen versteckt sich der kleine Wicht sie nach, dann bringst du das Dunkel, dann bringst in das Dunkel du Licht. Elementar.
Gut versteckt in dunkler Ecke zeigt das Rot den Ort, vor der jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Was? Zeigt gut versteckt in dunkler Ecke zeigt das Rot den Ort dir an, jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Okay, das wird was mit dem roten Viereck auf dem Boden zu tun haben. Und dann irgendjemand bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Na, ihr da, ihr denkt doch immer nur an Sex, oder nicht? Dieses Gemälde von Botticelli zeigt die Götter Venus und Mars. Dieses Gemälde wurde 1874 zum ersten Mal in der National Gallery gezeigt. Offenbar nicht. Porträt eines jungen Mannes in Rot von Domenico Ghirlandaio. Dieses Gemälde wurde zwischen 1480 und 1490 angefertigt und ist eine Leihgabe. Aber offenbar auch nichts. Okay. Jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Auf den Boden wurde ein großes rotes Quadrat gemalt. Wahrscheinlich von Lupin. Aber mit welcher Absicht? Ich muss es nochmal lesen. Gut versteckt in dunkler Ecke, zeigt das Rot den Ort dir an. Jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Okay, das... Gut versteckt in dunkler Ecke. Okay, gucken wir uns erstmal die Ecken an. Wie schrecklich. Hier ist auch noch eine Ecke. Das haben wir uns schon angeschaut. Wer seid ihr? Im Hausmahl, bei dem der auferstandene Jesus seinen Jüngern erscheint. Gemalt von Caravaggio, 1571 bis 1610. Er war ein Meister des Chiaroscuro. Nach ihm wurde die Bewegung der Caravaggisten benannt. Die Galerie mit den italienischen Werken. Die Galerie mit den italienischen Werken. Jener nur bleibt auf der Strecke, der mit dem Kopf nicht denken kann. Versteckt in dunkler Ecke zeigt es... Rot, dir einen Ort dir an. Okay, ich guck mal, ob es hier irgendwas zum Interagieren noch gibt, was ungewöhnlich ist, aber auch nicht wirklich. Nö. Geschlossen. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Steckt in dunkler Ecke. Gibt es noch eine andere dunkle Ecke? Hier ist noch eine dunkle Ecke. Sag mir hier ein Rot. Ein Weg. Nö. Hier ist auch noch eine dunkle Ecke. Sag mir hier irgendwas Rotes den Weg. Das Rot den Weg dir an. Hat es doch nichts mit dem Viereck zu tun? Oh. Hätte ich jetzt gedacht, aber jetzt bin ich mir mittlerweile äußerst unsicher, was das angeht. Warte mal, versteckt in dunkler Ecke. In der dunklen Ecke haben wir ja auch hier das Kämmerchen, wo es ganz dunkel ist, ne? Das hier. Hier ist es zu dunkel, ich kann nichts sehen. Und da ist was rot. Da ist was rot. Okay, ich frage jetzt nochmal den Direktor nach der Lampe. Vielleicht machen wir so. Vielleicht geht das. Bro, ich brauch das. Dürfte ich mir diese Lampe borgen? Ja, wir sind fast fertig. Nicht wahr, Palinor? Danke. So, es ist kein Stück dunkler in diesem Zimmer. So, dann einmal die Lampe. Oh Gott. Ja, zeigt das rote Licht. Dieser Eimer enthält etwas sehr Schweres. Ich kann ihn nicht bewegen. Ein Eimer mit einer roten Umrandung. Nicht schlecht. Da ist etwas drin. Oh, was haben wir? Wir haben bisher C-O-R-O. Coro. Na, unter vier Lilien, ach wie schön, kann man den Direktor schlafen sehen. Neig ihn um eine Viertelstunde,
Dann geht die Jagd in die nächste Runde. Unter 4 Lilien. Kann man den Direktor schlafen sehen? Was? Moment. Hier sind 4 Lilien. Kann man den Direktor schlafen sehen? Neigen eine Viertelstunde. So. Dann was? Dann geht die Jagd in die nächste Runde. Okay. Ich stehe unter 4 Lilien, beziehungsweise gerade leider nur 3. Warte mal, warum hat denn das hier eine andere Farbe? Naja, so. Ich gucke in Richtung Direktor. So. Neigen um eine Viertelstunde. Schon geht die Jagd in die nächste Runde. Das zeigt jetzt entweder auf diese Pflanze oder auf den Raum dahinter. Oder bin ich jetzt fatal? Geht die Jagd in die nächste Runde. Das ist hier irgendein Bild von einer Jagd. Die Botschafter. 1533 von Hans Holbein dem Jüngeren. Im Vordergrund können wir einen verzerrten Schädel sehen, ein Symbol für die Sterblichkeit. Kann man den Direktor schlafen sehen? Ha! Unter 4 Lilien, ach wie schön. Kann man den Direktor schlafen sehen? Neig ihn um eine Viertelstunde, schon geht die Jagd in die nächste Runde. Ich bin unter 4 Lilien. Also eigentlich nur unter 2, das ist das irgendwas anderes und das ist kaputt. Deutsche Galerie. Ja, hier haben wir halt die Gemälde. Aber sonst auch nichts weiter. Nur hier in der Halle hatten wir halt auch nichts weiter. Oder ist hier was? Nee, da wird einfach nur... Ja. Unter 4 Lilien. Okay, ich bin... An der Stelle bin ich jetzt gerade wieder... Noch irgendwo anders Blumen hier? Ich dachte eigentlich nicht. Gut, wenn jetzt auf irgendeinem Gemälde hier wieder 4 Lilien so, das ist so süß, zu sehen sind, dann kein Plan, aber... Hier. Wie schrecklich. Wahrscheinlich ist es doch so... Wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Gemälde mit 4 Lilien oder sowas. Hier. Wie schrecklich. Darunter kann man den Direktor schlafen sehen. Nee, nicht wirklich, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ich halt irgendein Bild um 45 Grad drehen muss. Dann da was rauskommt. Aber es sieht alles nicht entsprechend aus. Nee. Nee. Ich befürchte, ich muss hier mal wieder nach einem Hinweis schauen. Im Inventar. Also, ja, in diesem Hilfsbildschirm halt. Also meine Theorie ist entweder eben das, was ich gerade gesagt habe, dass es irgendwas mit diesen Bildern, wo Lilien drauf sind, zu sehen, zu tun hat.
Ah, da gibt es nicht so viele. Oder halt mit den Blumen. Aber von hier aus weiß ich echt nicht. Guck mal, da ist eine Lilie. 1, 2, 3, 4. Direkt durch schlafen. Neigen um eine Viertelstunde. So, da ist nix. Und in die Richtung eine Viertelstunde ist auch nix. Naja, ich schau mal nach einem Hinweis. Das ist der wievielte? Das ist 1, 2, 3, 4. Buchstabe. Vierte Buchstabe. Trotzdem in Bezug auf den Direktor befindet sich der Hinweis nicht in dessen Büro. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Oh Gott. Sie werden ihn, oder besser gesagt, sein Porträt in einem anderen... Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. In der flämischen Galerie. Warum in der flämischen Galerie? Flämische ist welche? Die da. Warum hier? Was hat das mit 4 Lilien zu tun? Ja, okay, da schläft jemand, ja. Das habe ich mir jetzt gedacht, aber... Zwischen 4 Lilien? Ach, wie schön. Was hat das mit diesem Raum zu tun? Das verstehe ich nicht. Und das sieht man ja auch nicht von da draußen, ne? Also von hier aus, meine ich, sehe ich ja nicht dieses Gemälde. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch mit Lösungen jetzt gerade nicht. Sir Pointer, der Museumsdirektor, wird hier ausgestellt. Wie amüsant. Gedicht Großvater N. Koron. Dein Großonkel Horace und auch sein Ahn machten dem Namen Vernet viel Ehr. Nun suche ein Rennen auf seinem Kahn und rate, welch Bild wohl das Richtige wäre. Moment. Bitte. Was? Dein Großonkel Horace und auch sein Ahn machten dem Namen Vernet viel Ehr. Okay, dann gehe ich... Vernet klingt erstmal französisch. Oder nicht? Also gehe ich jetzt mal wieder in die französische Galerie. Nicht wahr? Galerie der französischen Maler. So. Kahnfahrt? Oder Kahnrennen? Oh. Da ist, wonach ich gesucht habe. Oh, eins davon ist echt und eins nicht. Fuck. Können wir mal ganz kurz schauen. Für mich sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal das linke echter aus als das rechte. Kann aber falsch sein. Wenn ich erstmal so drauf schaue, was ist der Unterschied? Das rechte sieht ein bisschen breiter aus, oder? Oder nicht? Sehe ich irgendeinen, fällt mir sofort irgendein nennenswerter Unterschied ins Auge, außer dass es ein bisschen anderes Farbspektrum hat. Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Ein Gemälde von Joseph Vernet, meinem Urgroßonkel. Schauen wir uns mal das genau an. Diese beiden Gemälde scheinen identisch zu sein. Nicht ganz. Okay, ich gucke erstmal, ob ich ohne die Lupe was sehe. Was ungewöhnlich vielleicht ist für so ein... Da. Nee, doch nicht. Also der Bereich hier ist ein bisschen dunkler geworden. Okay, ihr seht wahrscheinlich schon lange, was relevant ist. Ich noch nicht. Lupin scheint hier ein Exempel zu statuieren. Ich brauche eine Lampe. Also was mir gerade aufgefallen ist, weswegen ich darauf geklickt habe, ist, dass dieses Gesicht aussieht wie draufgeklatscht. Das, was er da in der Hand hält, ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber... Aber jetzt ja... Eine Lampe habe ich. Kann ich aber hier gerade nicht benutzen.
So. Alles klar. Bisschen traurig, aber gut. Hoffentlich kommt der Direktor nicht. Ja, moin. Ich werde das alles wieder abschreiben, damit ich es besser studieren kann. Mhm, ein I, Coroni. 9 Bilder, sie haben so vieles gemein. Nun gilt es, die Farben schön aufzureihen. Verbinde fein sauber, gelb, rot, grün, blau. Der letzte der Buchstaben zeigt sich dir. Schau. Wo haben wir denn 9 Bilder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch mehr. Ich behaupte mal das hier vielleicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nope. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Das sind auch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weniger. Mehr. Okay, so schon mal nicht. Verbinden. Schauen wir mal auf diese abstrakten Dinger. Das muss eines der 9 Gemälde sein. Hm. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Hier hängen Bilder, die Kleinkinder. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Okay. Haben wir das nötig? Dann nehmen wir einfach 9-mal dasselbe. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Dass ich jetzt jedes Mal dasselbe sage. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Leider nicht mitgezählt, by the way. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Wie schrecklich. Ach, das hier ist es. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? So, das müssten jetzt aber 9 gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 8. Ich habe eins irgendwo übersehen. Ach, hier. Hier hängen Bilder, die Kleinkinder malen können. Haben wir das nötig? Ich glaube, ich habe jetzt alle 9 Gemälde. Das glaube ich auch. Was machen wir damit? Gehen wir da hier an den Malertisch oder... Nö. Okay, mache ich hier einfach im Inventar jetzt zusammen. Okay, ich könnte sie einfach so im Inventar zusammen machen. Dann muss ich mir das jetzt nochmal durchlesen. Verbinde fein sauber. Gelb, Rot, Grün und Blau. Naja, okay. Ich muss es einfach zusammenfügen. So. Das... ist schwierig, weil ich gar nicht weiß, so was ist oben. Das könnte oben sein... nochmal so einer hin. Die gehören noch zusammen. So, das kann mir keiner erzählen, dass sie nicht zusammengehören. Finde ich ansonsten jetzt aber gerade sehr schwer, muss ich sagen. Nicht die drehen. Oh. Außerdem glaube ich, dass es nicht reicht, das im Inventar zu machen, oder? Wo könnte ich das... Hier! Nachdenken. Alles klar. Jetzt können wir es nochmal richtig machen. Und jetzt kann ich die bestimmt auch drehen, oder? Nee? Okay, kann ich nicht.
Alter, das wird jetzt hart. Also hier zumindest sieht man jetzt ein bisschen mehr die Übergänge. Das macht es ein kleines bisschen einfacher. Also sieht man jetzt zum Beispiel sehr schnell, dass die zusammengehören. Und die wiederum nicht. Die könnten so zusammengehören. Dann müsste das da oben falsch sein. Probieren wir erstmal ein bisschen rum. Wie sitzt die? Nee. Habe ich eins, was nur oben links hier? Nee. Dann vielleicht doch nicht so. Hat irgendwas oben viel gelb. Das hier. Aber das passt trotzdem nicht. Krass. Dann. Ich kann die ganz sicher nicht. Oh, ich kann sie sehen. Fuck. Und das macht es jetzt ganz schwierig. Oh, das macht es jetzt sogar richtig schwierig eigentlich. Ich brauche was, was nur in einer. Nur in einer Ecke, außer das hier, in einer Ecke nur die Farbe hat. Und dann müsste nämlich. Achso, Moment. Passt das? Nee, das passt nicht. Aber die beiden passen. Okay, dann ist doch das da doch falsch. Dann jetzt das hier, das hatten wir ja so schon. Okay. Vielleicht ist es jetzt auf dem Kopf, das kann ich gerade nicht überprüfen. Das passt auch nicht. Nee, hier war ja nochmal. So vielleicht? Nee. Was an der Seite noch viel gelb hatte. Hier muss ja irgendeins reinpassen. Nur welches? Das könnte noch passen, wenn ich mir das da oben so anschaue. Das passt schon. Sieht ein bisschen unsauber aus, aber ich glaube, das passt schon. Oder? Ja doch, das passt. Dann passt das aber da nicht hin. Oh, das ist richtig... Das fuckt mein Brain gerade total. Das könnte passen. Okay. Das passt auch. Da brauche ich jetzt noch was, was hier wieder so in der Ecke hier gelb hat. So. Es wird ein S, das sehen wir ja jetzt schon mal ohne Probleme. So. Und so. Fertig. Keine Nachricht deutet ein anderes Rätsel an. Ich muss alle Hinweise gefunden haben. Trotzdem bin ich keinen Schritt vorangekommen. Vielleicht weiß der Direktor mehr. Ups. Ja, wir sind jetzt bei Coronis. Mr. Holmes, der Tag neigt sich langsam seinem Ende zu. Kann ich das Museum jetzt wieder übernehmen? Direktor, sagt Ihnen dieser Begriff etwas? Coronis, ja. Zu unserer Sammlung gehört ein Gemälde mit dem Titel Apollo tötet Coronis. Es handelt sich um ein sehr altes Gemälde. Ich zeige es Ihnen. Palinor? Hier ist es. Ein sehr einfaches Gemälde, das scheinbar nichts Besonderes aussagt. Können Sie mir etwas zum Hintergrund dieses Werkes sagen? Es wurde ungefähr 1617 von Domenico Quino und seinen Mitarbeitern gemalt. Es ist nur eine vorübergehende Leihgabe und zeigt den Gott Apollo, der seine geliebte Coronis mit einem Pfeil tötet, weil sie ihm untreu war. Das ist alles? Ja, ich denke schon. Holmes, wie weit sind wir? Es ist bereits dunkel und ich kann nicht mehr. Es gibt weit und breit keine Zeugen.
Diese Kerle haben sich scheinbar in Luft aufgelöst. Was haben Sie da für eine Notiz? Ach ja, einer der Polizisten hat mich gebeten, Ihnen das zu überreichen. Wahrscheinlich eine Nachricht von Lestrade. Wir wurden vor ungefähr einer Stunde getrennt. Vom Schicksal Coronis will ein Bild uns erzählen. Er war heimlich dort, doch sie wusste es nicht. Stets bei ihr ein kohlschwarzer Schatten im Licht. Nicht sichtbar, doch heute sollen sechs weitere fehlen. Vom Schicksal Coronis will ein Bild uns erzählen. Er war heimlich dort, doch sie wusste es nicht. Stets bei ihr ein kohlschwarzer Schatten im Licht. Nicht sichtbar, doch heute sollen sechs weitere fehlen. Donnerwetter! Lestrade ist unter die Poeten gegangen. Das ist nicht von Lestrade, Watson. Lupin schickt uns diese Nachricht. Mr. Pointer, was könnte er mit ein schwarzer Schatten und nicht im Bild enthalten meinen? Die Legende spricht von Apollos Vogel, einem Raben, der Coronis Untreue aufdeckte. Der Rabe spielt also eine wichtige Rolle. Dennoch ist er nicht im Bild enthalten. Als letztes lässt uns Lupin wissen, dass heute Nacht noch sechs weitere fehlen werden. Haben Sie den Londoner Stadtplan dabei, Watson? Bitte geben Sie ihn mir. Ich steuere an Dr. Watson. Habe ich den denn dabei? Karte von London. Noch sechs weitere fehlen. Sechs weitere was? Die Gräber fehlen im grünen Wald. Nein, dort habe ich nichts verloren. War auch nicht so gemeint. Raben. Sechs Raben. Genau, Watson. Die Tower-Raben. Wenn die Raben den Tower of London verlassen, geht das britische Weltreich unter. Stimmt. Lupin will sie stehlen. Watson, schnell! Rufen Sie eine Droschke. Ich lasse Anweisungen für den Direktor zurück. Oh, komm jetzt zum Tower. Oh, cool. Sie haben während der gesamten Fahrt in der Droschke kein Wort gesprochen, Holmes. Verraten Sie mir, was Sie dem Direktor gesagt haben. Er soll der Öffentlichkeit gegenüber Stillschweigen bewahren und nur verlauten lassen, dass einige Gemälde von seltenem Schimmel befallen seien und das Museum daher gezwungen war, für einige Zeit zu schließen. Diese Quarantäne-Geschichte hält uns die Presse vom Leib, denn die Situation ist auch ohne sie unangenehm genug. Aber wenn Lupin seinen verwerflichen Plan in die Tat umsetzt, wird es Gerede geben und wir können nichts dagegen tun. Messerscharf erkannt, Watson. Wir haben nur ein bisschen Zeit gewonnen. Von jetzt an müssen wir das Spiel beherrschen. Die erste Runde ging an Lupin, denn er hat mich überrumpelt. Wenn er aber Sieger bleibt, steht mein Name für alle Ewigkeit mit diesem Raub in Verbindung und ist gleichbedeutend mit Versagen. Aber das lassen Sie nicht zu, nicht wahr, Holmes? Nein, Watson, darauf können Sie wetten. Wer ist da? Mein Name ist Sherlock Holmes und das ist mein Freund Dr. Watson. Wir möchten zu dieser vorgerückten Stunde den Oberwärter sprechen. Ein kürzlich erfolgter Vorfall lässt uns vermuten, dass Gebäude und Waren, für die er verantwortlich ist, nicht länger sicher sind. Bleiben Sie hier und warten Sie einen Moment. Und beschmieren Sie auf keinen Fall die Wände. Alles klar. Dann, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part im Tower. Wieder, wo ich selbst noch nicht war. Aber sehr interessiert daran bin. Also, bis dann und auf Wiedersehen.